aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, Mose sagte den Juden, der Prophet werde, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, sein, und Gott sagte zu Mose, er werde, aus der Mitte ihrer Brüder, also aus der Mitte der Brüder der Juden kommen. Auf wen bezieht sich diese Angabe? Wir müssen beide Aussagen zusammennehmen. Würde der Prophet lediglich, aus den Brüdern, kommen, so müsste er nicht unbedingt ein Jude sein, sondern könnte ein Angehöriger eines der Brudervölker sein. Derer gab es viele. Denn hierzu zählen die Nachkommen der Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob. Abraham hatte mit drei Frauen, Hagar, Sarah, Ketura, insgesamt 8 Söhne, Ismael von Hagar, Isaac von Sarah, Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jeshbak und Schmach von Ketura. 1. Mose 16,11 21,1 folgende Seiten 25,2 Die Söhne der Ketura werden niemals ausdrücklich als Brüder Isaaks und Ismaels bezeichnet. In 1. Mose 25,6 werden Hagar und Ketura ausdrücklich als Nebenfrauen Abrahams bezeichnet. Sie stehen damit also nicht auf einer Stufe mit Sarah. Vergleiche auch 1. Chronik 1,32. Damit stehen auch die Söhne der beiden Nebenfrauen, die Abraham laut unserem Text, von seinem Sohn Isaak weg, in den Osten geschickt hat, nicht auf derselben Stufe wie Isaak, und Abraham gab ausdrücklich Isaak, alles, was er hatte, v5. Danach werden auch Isaak und Ismael nicht mehr als Brüder bezeichnet, sondern 1. Mose 25,9 nennt sie sachlich und die Entfremdung zwischen ihnen deutlich ausdrückend, seine Söhne. Zweimal schreibt die Bibel von Ismael, er setzte sich allen seinen Brüdern vors Gesicht, 1. Mose 16,12, 25,1. Interessant ist hier, wie der Begriff Bruder verwendet wird. Es war eine feindselige Bruderschaft, die insbesondere Isaak nichts dulden und nichts gönnen wollte. Ismael riss den Brudertitel richtiggehend an sich, und er setzte sich allen seinen Brüdern vors Gesicht. Gott hatte über Ismael zu Abraham gesprochen, ich werde ihn segnen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, 1. Mose 17,2021. Es gibt keinen Bund zwischen Gott und einem anderen Sohn des Abraham als Isaak. Und weder der Bundesschluss mit Isaak anstatt mit Ismael noch die Feindschaft zwischen Ismael und Isaak werden in der Bibel jemals aufgehoben oder die Aufhebung auch nur angekündigt. Warum nun sollte der verrissene Prophet ausgerechnet von außerhalb des Bundes Gottes mit Isaak und aus der Feindschaft zwischen Ismael und Isaak kommen? Dafür gibt es keinen Grund. Die patriarchalische Bruderschaft umfasst nicht nur die Söhne Abrahams, sondern auch die Söhne der Nachkommen Abrahams, also die Söhne Isaaks und Jakobs. Insgesamt finden wir hier eine sehr lange Liste von Männern, die Brüder sind. Das beschränkt sich nicht nur auf Isaak und Ismael, sondern bezieht sich auf Dutzende, ja auf Hunderte von Männern. Da sind erst einmal die Söhne Abrahams, Ismael, Isaak und die 6 Söhne der Ketura. Alle diese Männer hatten nun wiederum viele Söhne. Isaak hatte 2 Söhne, Jakob und Esau. Auch diese beiden Männer hatten wieder viele Söhne, so bezeichnet etwa 5. Mose 23,8 die Edomiter, Nachkommen von Jakobs Bruder Esaus, als Brüder, und ermahnt die Juden, sie nicht zu verabscheuen, weil sie eben Brüder sind. Und die Söhne Jakobs bildeten dann das Volk Israel, zu dem auch Mose gehört. Die Formulierung, aus deinen Brüdern, ist also höchst ungenau, und darum wird sie auch ausdrücklich konkretisiert, aus deiner Mitte. Darum kommen hier nur noch die Juden selbst in Betracht und keines der Brudervölker, weder aus den Linien, die auf Abraham zurückgehen noch aus den Linien, die auf Isaak und Jakob zurückgehen. Somit liegt es auf der Hand, dass der verrissene Prophet ein Jude sein musste, und so haben es auch die Juden zu allen Zeiten verstanden. Befreier aus der Gefangenschaft beide, Mose und Jesus, haben eines gemeinsam, beide sind Befreier aus der Gefangenschaft.
Mose hat die Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens geführt, in die Freiheit von der Sklaverei. Dies wird im zweiten Buch Mose beschrieben. Jesus, sein Name heißt übrigens, der Herr ist Rettung, hat die Menschen aus der Sklaverei der Sünde befreit, errettet. Er hat selbst das Gesetz und alle seine Forderungen erfüllt, er lebte ganz und gar ohne Sünden und er nahm die Sünden aller Menschen auf sich, starb an unser aller Stelle. Wegen der Sünde hätten wir den Tod verdient, er hat den Tod, den wir verdient haben, auf sich genommen. Die Juden erwarteten zur Zeit Jesu, dass der von Mose angekündigte Prophet kommen sollte, und sie fragten sich, ob Johannes der Täufer oder aber Jesus dies seien. Johannes lehnte dies ab, Johannes 1,21, und wies stattdessen deutlich auf Jesus, vv. 26 folgende Seiten. Philippus, einer der Apostel Jesu, identifiziert Jesus stattdessen als den Propheten, Johannes 1,45. Später identifizieren die Juden Jesus als den Propheten, der in die Welt kommen soll, und Jesus weist diese Behauptung nicht wie vorher Johannes zurück und verweist auch nicht auf einen anderen, der nach ihm kommen würde, Johannes 6,14. Vergleiche 7,40. Auch in der Apostelgeschichte 3,1726 und 7,37 und 4 Mose 24,17 steht es explizit. Warum galt Jesus als Prophet? Nun, es war nicht allein, weil er Wunder und Zeichen tat, die ihn bestätigten, sondern er stand in völligem Einklang mit dem Wort Gottes. Ja, er ist das Wort Gottes, Johannes 1,1, und er erfüllte das Gesetz, das Mose gebracht hatte. Dies sind auch die beiden Punkte, aufgrund derer Christen glauben, dass Jesus der von Mose berissene Prophet ist. Erstens, er steht in einer Linie mit dem Wort Gottes, das Mose gebracht hatte, ja, er ist das Wort Gottes. Zweitens, er hat das Gesetz des Mose erfüllt, Matthäus 5,17, hat seine Forderungen erfüllt, Kolosser 2,14. Wir glauben, dass dies die beiden Punkte sind, die Mose und Jesus verbinden. Und dass diese Punkte wichtiger sind als alle anderen vergleichbaren Merkmale. So dass deswegen Jesus der Prophet wie Mose ist. Das Wort Gottes wurde Fleisch, Johannes 1,1.14 berichtet davon, dass das Wort Gottes Fleisch wurde. Diese Aussage stellt die Mitte des christlichen Glaubens dar. Hier sehen wir auch die vollkommene Erfüllung aller Prophetie. Prophetie bedeutet ja, im Auftrag Gottes, also für ihn, vor den Menschen zu sprechen, das Wort bedeutet, für sprechen. Propheten bringen das Wort Gottes zu den Menschen. Jesus aber brachte nicht nur das Wort Gottes zu den Menschen, er selbst ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes wurde in ihm Mensch, kam unter uns. Es spricht uns durch Fleisch und Blut, durch einen lebendigen Menschen an, der nicht nur Mittler ist, sondern das Wort Gottes selbst. Darum sehen wir in Jesus die vollkommenste Erfüllung von 5. Mose 18,15.18, die man sich nur vorstellen kann. Nicht nur ein Prophet des Wortes Gottes kommt zu den Menschen, sondern das Wort Gottes kommt als Mensch zu uns. Das Gesetz erfüllt in Matthäus 5,17 wird berichtet, dass Jesus gekommen ist, das Gesetz des Mose zu erfüllen. Mose brachte das Gesetz, Jesus erfüllte es. Der Griechausdruck für erfüllen, plerolo, ist sehr vielschichtig. Hier meint er, Forderungen ganz und gar zu erfüllen, zu begleichen, ein Maß völlig aufzufüllen. Es heißt, alle Forderungen des Gesetzes hat Jesus beglichen und damit erfüllt, vergleiche Kolosser 2,14. Es geht nicht nur darum, dass Jesus das Gesetz einfach nur gehalten hat, nein, er hat das Gesetz mit seinen Forderungen befriedigt. Jesus hat das Gesetz nicht einfach beiseite gewischt oder zumindest Erleichterung geschafft. Er hat es nicht aufgelöst, unter den Teppich gekehrt, zur Seite geschoben, sondern voll und ganz, ein für allemal erfüllt, alle Forderungen des Gesetzes vollkommen befriedigt. Mose hat mit dem Gesetz Forderungen an die Menschen aufgestellt, und kein Mensch konnte alle diese Forderungen halten. Sie zeigten den Menschen,
dass sie rettungslos in die Sünde verstrickt sind. Jesus aber hat die Forderungen erfüllt. Das Gesetz jedenfalls war die herausragende Botschaft Gottes, die Mose den Menschen brachte. Sie war die Spitze seines prophetischen Amtes, der Höhepunkt. Und genau an diesem Höhepunkt knüpft Jesus an, indem er das Gesetz erfüllt. Auch hierin liegt die Erfüllung von 5. Mose 18,15.18 durch Jesus. Zitat Bibel: Wer Sohn hat, hat ewiges Leben, wer Sohn nicht hat, siehe Muslime, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihnen. 1. Johannes 5, 12. / Größer als laut Christentum ist Islam sogar antichristlich. Beweis: 1. Brief Johannes 2,22. 2,22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 2,23 Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 2,24 Laut Bibel haben die Muslime, weil sie den Sohn leugnen, auch den Vater gleich Gott nicht. / Größer als Muslime haben keine richtige Beziehung zu Gott, weil sie den Sohn leugnen. / Größer als das kann mit Himmel später nix werden.